Die Galerie LibreOffice 7.0. Öffnen Sie zum Beispiel Draw. Ein neues Thema zur Galerie hinzufügen. Klicken Sie oben in der Galerie auf die Schaltfläche Neues Thema. Geben Sie im Tab Allgemein einen Namen für Ihr Thema ein. Klicken Sie auf den Tab Dateien und dort auf die Schaltfläche Dateien suchen. Die Dialogbox Ordner auswählen wird geöffnet. Gehen Sie zu dem Verzeichnis, das die Bilder enthält, die Sie zu Ihrem Thema hinzufügen möchten, und klicken Sie dann auf Ordner auswählen. Klicken Sie in das Kombinationsfeld Dateityp, um die Auswahl auf einen Dateityp zu beschränken, und akzeptieren Sie die Aktualisierung der Dateiliste mit Ja. Wählen Sie die Dateien aus, die Sie hinzufügen möchten. Klicken Sie auf Alles hinzufügen, um alle Dateien aus der Liste zu installieren, oder mit STRG-Klick auf bestimmte Dateien, die Sie hinzufügen möchten, und bestätigen Sie dann mit Hinzufügen. Klicken Sie auf OK, wenn Sie fertig sind. Ein Thema in der Galerie entfernen. Klicken Sie auf das Symbol Galerie in der Seitenleiste. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Thema, das Sie entfernen möchten. Wählen Sie Löschen im Kontextmenü. Bestätigen Sie, dass Sie dieses Thema wirklich löschen möchten, indem Sie auf Ja klicken. Ein Objekt zur Galerie hinzufügen mittels Dateiauswahl. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen des Themas in der Themenliste. Im Kontextmenü wählen Sie Eigenschaften. Klicken Sie auf den Tab Dateien. Klicken Sie auf Hinzufügen. Wählen Sie ein Verzeichnis und die gewünschte Datei und klicken Sie auf Öffnen. Das Objekt wird dem Thema hinzugefügt. Ein Objekt aus einem Dokument zur Galerie hinzufügen mittels Drag and Drop. Markieren Sie ein Objekt in Ihrem Dokument. Die linke Maustaste klicken halten Sie für ca. 2 Sekunden lang auf Ihrem Objekt, ohne es zu bewegen. Der Mauszeiger wird modifiziert und Sie können das Objekt nun in die Galerie ziehen und rechts neben dem unteren letzten Objekt des Themas ablegen. Objekte in der Galerie entfernen. Wählen Sie das Thema, indem Sie ein Objekt entfernen möchten. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt und wählen Sie Löschen. Bestätigen Sie, dass Sie dieses Objekt wirklich löschen möchten, indem Sie auf Ja klicken. Eine Zeichnung aus dem Dokument in die Galerie hinzufügen. Klicken Sie einmal auf die Zeichnung, um sie auszuwählen. Die linke Maustaste klicken halten Sie für ca. 2 Sekunden lang auf Ihrer Zeichnung, ohne sie zu bewegen. Der Mauszeiger wird modifiziert und Sie können die Zeichnung nun in die Galerie ziehen und im unteren freien Teil der Galerie ablegen, wo die bisherigen Objekte sichtbar sind. Eine Zeichnung aus der Galerie in das Dokument einfügen. Klicken Sie auf den Tab Galerie in der Seitenleiste oder wählen Sie das Menü Ansicht Galerie. Wählen Sie das Thema, aus dem die Zeichnung hinzugefügt werden soll. Klicken halten ziehen Sie die Zeichnung und legen Sie sie auf Ihrem Dokument ab.